Hallo, hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, mein Name ist Patricia Denda und Divine Design Manifestation, das sagt nur aus, dass du aus deiner höchsten Idee, aus deinem höchsten Seinszustand, aus deinem wahrhaftigsten Seinszustand, aus deinem unkonditionierten Seinszustand bedingungslos, also ohne Voraussetzung, Erlaubnisgeber, ohne Gründe, alles manifestieren kannst, alles in Erscheinung bringen kannst, was du nur möchtest. Das Thema vom heutigen Video ist, warum geht die Außenwelt nicht konform? Warum geht meine Realität nicht konform? Wenn ich doch weiß, wer ich bin, wenn ich doch weiß, wer die anderen sind, wenn man Selbstkonzept absolut on point ist, warum zeigt sich das nicht im Außen? Warum ist die Realität noch nicht so, wie ich sie haben möchte? Ja, warum ist das so? Die Form, also die Welt der Form und die Welt der Energie sind dieselbe Welt. Und du lebst in beiden Welten. Und wenn du in der Welt der Form immer wieder erkennst, dass es nicht konform geht, dass zum Beispiel dein SP nicht konform geht, dann hast du Widerstand gegen die Form. Es ist immer so. Wenn für dich die innere Welt, also die unsichtbare Welt, die Welt deiner Vorstellung, die gleiche Welt ist wie die Welt, die Form hat, die anzufassen ist, die Menschen beinhaltet, die eben Geld beinhaltet, wenn du da noch einen Unterschied machst, wenn du da noch in der Trennung bist, wenn du da nicht die eine bist, oder der eine bist, dann lebst du einfach noch in zwei verschiedenen Welten. Und dann bist du eben noch gespalten. Dann bist du noch zwei oder noch viel, viel mehr. Dann ist dein Selbstkonzept eben noch so zersplittert, so diversifiziert, dass du nicht die eine bist. Und dass du immer wieder anzweifelst, dass du die bist. Und warum zweifelst du es immer wieder an oder hast Widerstände dagegen? Weil irgendwas noch in deinem Kopf, irgendwas in deinem Denken, irgendwas in deiner Perspektive, irgendwas in deinen Annahmen, irgendwas in deinen Rückschlüssen diese Trennung noch macht. Und ich mache dir ein Beispiel. SP, eine spezielle Person. Und hier ist es auch nochmal wichtig, dass du erkennst, eine spezielle Person ist nicht unbedingt ein Liebhaber. Eine spezielle Person ist eine spezielle Person. Eine spezielle Person ist ein Familienmitglied. Eine spezielle Person ist ein Freund, ein Bekannter. Eine spezielle Person, wenn wir ins Business gehen, ist auch dein Kunde, sind deine Kunden. Und nachdem du eben ein multidimensionales Wesen bist, ein multidimensionales Wesen, das sich fokussiert auf eine Vorstellung von den Menschen da draußen. Du kannst nur einen Spiegel haben, du kannst nur in einen Spiegel schauen. Du kannst jedes Mal, wenn du in einem Spiegel etwas anderes siehst, dann bist du jemand anders. Und genau das ist es. Darauf kommt es an, dass du ein solides, stabiles Selbstkonzept hast und weißt, wer du bist, wie du denkst, wie die anderen dich sehen. Wenn dieses Konzept für dich steht, dann ist das Außen konform. Weil das Außen ist immer konform. Aber wenn du eben zum Beispiel einen SP siehst, eine spezielle Person in deinem Leben, die nicht konform geht, dann heißt es nur, dass du Widerstände hast gegen diese Form. Und diese Form entsteht nur durch deine Vorstellungen. Das Leben da draußen ist
Form voll, aber die Bedeutung der Formen, die gibst du. Und genau darum geht es. Die Form geht immer konform. Du hast nur das Gefühl, da ist keine Konformität, weil du nicht konform gehst mit der Form, die du gewählt hast, weil du das Ich bin nicht dahinter setzt. Weil wenn du zum einen konformen SP gewählt hast, einen SP, der konform geht, das heißt, der dich liebt, der mit dir dein Leben teilen möchte, der dich unterstützt, der dich toll findet, der Zeit mit dir verbringen möchte, der Erlebnisse mit dir teilen möchte. Wenn du diese Konformität im Außen nicht siehst, siehst du etwas anderes im Außen. Und da musst du halt deine Meinung ändern. Da musst du halt die sein, die die Dinge im Außen sieht, die sie sehen möchte. Und genau das ist die Meisterschaft. Das ist die Meisterschaft, Dinge zu sehen, die scheinbar noch nicht sichtbar sind, in eine andere Dimension, in eine andere Realität einzusteigen. Und komplett die Realität, die nicht konform geht, die du nicht wünschst, zu verlassen. Und dein Verstand, der macht immer wunderbare Trickchen und erzählt dir Geschichten. Aber Fakt ist, wenn du da draußen eine Realität siehst, die nicht konform geht, dann ist es, weil du nicht konform bist mit deinen Wünschen, meinen Träumen, weil du die nicht bist, die das sieht, die das erlebt, was sie erleben möchte. Und das ist eben das, was du lernen darfst, das, was du üben darfst, das, was du Spaß, worin du Spaß finden darfst, wo du siehst, dass du wirst nie wieder angegriffen, du bist auch nicht abgelehnt, du bist, es heißt nie, dass du nicht gut genug bist, sondern du bist hier in diesem Game, dass du konform gehst mit deinen Wünschen und deinen Träumen und dass du dann siehst, wie die Formen konform gehen mit dir. Und das ist das Spiel. Das geht so andersrum, als wir das gelernt haben, als unser Ego-Mind funktioniert. Und dieses neue Paradigma, diese neuen Ansichten, diese neuen Rückschlüsse, diese neuen Entscheidungen zu treffen, dazu bist du jetzt aufgerufen. Deswegen bist du hier, weil du das verstehst, weil du verstehst, was ich sage. Und jetzt musst du es einfach nur noch umsetzen. Ja, gerne helfe ich dir beim Umsetzen natürlich. Was wirklich zwar begrenzt verfügbar ist, wo ich aber jetzt wieder eine riesengeniale Erfahrung hatte, das ist mit der Break-Free-Woche, wo wir wirklich arbeiten und trainieren. Wir machen einen Auftakt-Call und dann geht es in Telegram-Austausch hin und her und ich führe dich so tief, wie du mich lässt, in deine Transformation eine Woche lang. Und am Schluss der Woche gibt es dann noch einen Abschlusscall. Und es ist grandios, was alles möglich ist, wenn man sich wirklich, wirklich ganz tief darauf einlässt. Und es geht alles gleich konform. Es geht alles gleich konform. Schon am zweiten Tag, wo ich mit dieser Lady zusammengearbeitet habe, haben sich schon zwei Ex-Partner gemeldet. Es war natürlich nicht der Mann, der sie auf den Weg geschickt hat und wo sie wollte, dass er sich meldet. Aber sie hat erkannt, auf welchem Weg der Mann sie geschickt hat und welche Lady sie werden darf, damit die wahrhaftige, die Wunschrealität, die sie sich wirklich wünscht, konform geht. Und das ist so, so eine tiefe Erkenntnis, die du auf diesem Weg machen darfst, was du wirklich willst herauszufinden, wirklich herauszufinden, das will ich doch, das will ich doch, das, was ich mir vorgestellt habe, wo ich gedacht habe, das gibt mir die Erlaubnis, um endlich die zu sein, die ich sein will. Das sind einfach immer diese Holzwege, auf denen wir uns noch so oft verirren. Und ich bin wirklich spezialisiert darauf, dich aus diesen Holzwegen rauszuholen. Das mache ich auch in Rising Up, meiner Mastermind, wo es wirklich darum geht, in diese Persönlichkeit, in diese Divine Design, in dieses Divine Design Bewusstsein und in diese Divine Design Identität einzutreten, um dann wirklich aus dieser Situation und aus diesem Seinszustand dein Leben neu auszurichten, zu kreieren und zu manifestieren. Und falls du jemand bist, der Berater, Therapeut oder Coach, Mentor
Menschen helfen möchte, wenn du jemand bist, der Menschen für ein besseres Leben, in ein besseres Leben unterstützen möchte, ja, dann ist es wirklich wichtig, dass du selber hier im Fahrersitz deines Lebens sitzt tatsächlich und absolut das Prinzip des Lebens verstanden hast, um absolute Hilfestellung zu sein. Und dann darfst du da aus diesem Wunsch und aus diesem Traum, andere Leute zu unterstützen, musst du quasi ein Business machen. Es ist deine Angelegenheit. Und aus diesem Business kannst du ein Unternehmen machen, ein Unternehmen, das Menschen begleitet, das Menschen unterstützt, das zu sein, was sie wirklich sind, ein Divine Design Leben und eine Divine Design Identity. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen anderen Lebenssinn, Lebenszweck gibt, wenn du schon immer jemand warst, der anderen helfen wollte, der andere unterstützen wollte, der andere in ihre Kraft bringen wollte. Aber wirklich glaubhaft und wirklich, wirklich wirksam wirst du nur sein, wenn du dich zuerst selber ermächtigst, weil auch hier das Gesetz des Spiegels. Wenn du jemand bist, der ermächtigt ist, kannst du auch in den anderen zweifelsfrei die ermächtigte Divine Design Identity sehen. Und das ist der Weg. Ich habe alle anderen Wege ausprobiert und es gibt keinen anderen Weg in den Erfolg, in den du wirklich haben willst. Und es geht dir nicht um Geld, sondern es geht dir um Einfluss zum Besten, Einfluss zum Divine Design zu leisten, quasi Gottes Mitarbeiter zu sein, die Welt mit Gottes Augen zu sehen, die Menschen mit Gottes Augen zu sehen. Das ist deine Berufung, wenn du diese Welt so sehen kannst. Aber glaubhaft, wirklich glaubhaft wirst du eben nur, wenn du dich selbst auch so siehst. Und dann hast du unglaubliche Wirkung, dann hast du unglaubliche Wirkung auf alles, wo du in dein Leben manifestierst. Und dazu lade ich dich ein für Absolut. Das ist wirklich dieses absolute ohne Wenn und Aber Business-Programm, das alles von dir fordert und das dir aber auch alles gibt. Und ich freue mich und ich bin mega glücklich für die Leute, die ich begleiten darf. Ich freue mich riesig, von dir zu hören. Die Türen sind offen jederzeit. Es gibt alles für dich. Und wenn du noch skeptisch bist, dann hol dir jetzt noch das Secret Offer. Dann bist du in der Divine Design World und wirst mit begeistert werden auf deinem einzigartig individuellen Weg in dieser unglaublichen Community, die keinen Bullshit mehr zulässt, die keine Ausreden mehr zulässt und die vor allem nichts und niemanden im Außen mehr dafür verantwortlich macht, dass die Dinge nicht so sind, wie du sie haben willst. Wir sehen uns im nächsten Video und bis bald. Und schon geht es weiter mit einer neuen Verlosung. Bei 4000 Abonnenten verlose ich wieder ein 1:1 Coaching von 60 Minuten. Den Link zur Anmeldung findest du unter jedem Video. Melde dich gleich an, wenn du noch nicht angemeldet bist. Wenn du schon angemeldet bist, bleibe auf der Liste und du nimmst automatisch bei der nächsten Verlosung teil. Teile meinen Kanal, lass uns unser geilstes, kühnstes, unglaublichstes, extravagantes Leben generieren in Liebe, Fülle, Freude und Leichtigkeit, weil es möglich ist. Wir müssen nur unseren Kopf dahin bringen, dass er uns in dieser Identität verankert. Let's do this!